Willkommen zurück zu mein. Okay, wieso sind wir denn hier unten? Egal, willkommen jedenfalls zurück und es wird gleich mal Nacht. Aber es ist nicht schlimm, denn wir sind jetzt in der Version 1.3 und ich habe mich letztes Mal noch tatsächlich noch richtig erinnert, dass es jetzt Betten gibt und man schlafen kann. Das werden wir jetzt einfach auch knallhart ausnutzen, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich großartig die Motivation habe, bei Nacht immer Dunkelheit zu haben. Das heißt, es könnte sein, dass die viel zu dunklen Folgen endlich mal ein Ende haben bei mir. Das ist ein gutes Stück schon. Das nehme ich mir nachher mit runter. Was wir auch brauchen werden, sind diese Objekte hier. Wie kommt denn hier? Kommen wir nicht hoch? Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir ein paar Leitern. Haben wir alles in Sticks und Leitern umwandeln. So. Das sollte reichen. Halt sogar drei gereicht. So wie. Sehr gut. Dann, haben wir auch da. Die Wolle lagern wir mal zwischenzeitlich ein. Genauso wie das Holz hier. Hier ist eh alles Mögliche drin. Aber die Kisten jetzt eigentlich auch schon hinstellen können wir hier. Auch gleich genug. Dann noch ein paar Werkzeuge. Und dann wurschteln wir da unten erstmal weiter. Möchten wir noch hier eine Kohle mit für Fackeln. Dann wir den einzelnen Stick hier loswerden. Und den Rest von denen hier wurschteln wir mal in diese Stone Slabs. Dann brauchen wir auch noch ein paar Brücken, sage ich, Treppen brauchen wir. Bett ist dabei. Perfekt. Dann wird erstmal geschlafen. Woher kommt der Zombie? Oh Gott. Ah. Ach so. Die Schwierigkeit. Gut. Habe ich natürlich dran gedacht, die Schwierigkeit umzustellen. Wieso ist die eigentlich noch jemals starten auf Hard? Ich verstehe das nicht. Egal. Dann, wie sieht es jetzt hier aus? Hier ist hier 3er. Immer. Okay, war das hier? Ich glaube, den Sand habe ich immer ganz abgebaut gehabt. Weil. So, hier ist der Bewässerungskanal. Ich glaube, es ist der Moment gekommen, wo ich da dicht machen sollte. Aber auf beiden Seiten.
Oje Gott, herrje. Und da auch. Danke. So. Oh. Natürlich ein riesen Vorteil, weil wir immer Sand holen müssen. Dann können wir nicht einlagern und dann haben wir keine Probleme mehr mit Sand. Wenn wir den mal brauchen für Glas oder ähnliches. Hoppala. Sand kann man nämlich immer mal gebrauchen. Oder so. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich war. Lisa hat mich etwas sehr herausgebracht. So, gut. Das muss hier unten rein. So. Genau, und jetzt sieht man ja hier schon mal, so wie ich das gerne hätte dann. Das Problem ist, ich habe dafür nicht genug, Stein. Muss ich hier gleich mal nachschauen. So. Wie viele Eimer habe ich? Zwei. Oh, ich habe sogar alle Eimer dabei. Hervorragend. Das ist immer wieder gut. So. Spielzeuge ist kaputt. Macht aber noch keinen Ton, wenn sie kaputt geht. Was schade ist eigentlich. Naja. Was soll man machen? So. Die ersten Spitzhacke, die würde ich auch sagen, benutzen wir hier für nichts und die nehmen wir jetzt wirklich auch für, wenn wir wieder irgendwas anderes bekommen. In diesem Projekt glaube ich nie mit etwas anderem arbeiten als Steinspitzhacken. Einfach weil. Ja. Das ist billiger ist. Damit ich ja möglichst viel bauen kann und möglichst wenig in die Höhle rein muss. Muss ich halt mit Ressourcen arbeiten, die ich unterwegs habe. Und das ist bei Stein nun mal gegeben. Ich werde nie ernsthaft in Probleme kommen, Stein zu haben. Halt, stopp, das kann alles bleiben. Na gut, wir meinen eher noch alles zu. Jetzt haben wir auch mal genug Stein und dann kann ich jetzt hier schon mal quasi vorführen, wie ich das denn mir vorstelle. Das hier, damit es unten, damit es unten gut aussehen muss, natürlich hier auch dann Stein rein. Ich muss ja bedenken, dass der Feldboden eins tiefer ist, wenn man dementsprechend hier durchziehen würde, wenn ich hier keinen Stein reingebaut hätte. Und das sieht ja dann auch wieder hässlich aus. Das muss man auf dem Schirm haben. Oh nein, das war ein Tor. Das ist genauso lang wie die letzte, aber. So, jetzt haben wir eine sehr schön gleichmäßige Treppe, die da offen ist.
wieder hoffentlich auch ganz gut geht dann. So. Ja, danke dafür. Die hört auch bis ganz nach oben. Ich habe keine Slabs mehr. Ich brauche neue Stüfchen da. Suki. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann kann ich hier mit 16 nochmal. Also 16, dann gehe ich hier wieder 48 bei raus. Dann haben wir noch Schafer. Die Bodder nehmen wir immer mal wieder mit für Dingens. Oh, für weitere Häuser. Ich hoffe übrigens, dass es einigermaßen mit dem, was ich da ursprünglich stehen hatte, bevor es mir abgebrannt ist, übereinstimmt. Das wäre nämlich sehr vorteilhaft. Aber ganz kurz aus dem Bilde. Kann nicht, mich hat entweder eine leichte Sommergrippe hat mich erwischt. Oder der ganze Staub, der aktuell in meinem Zimmer rumwurstelt, ist definitiv zu viel für mein Immunsystem. Okay. Ich muss noch definitiv was einfallen lassen, wie ich hier die Mobs von dem Feld dann fernhalten werde. Weil ein großer Raum, der drunter liegt, ist eigentlich nicht geplant. Indem man letztendlich dann die Sachen spawnen lassen kann, damit sie oben nicht mehr spawnen. Das wäre eine Möglichkeit, die wahrscheinlich funktioniert. Die ich allerdings nicht für so genial halte. Weil ich nicht hier unten alles noch zusätzlich aushöhlen will, ehrlich gesagt. Das wäre mir definitiv zu viel Arbeit. Nutzen kann man kaum mehr, dann auch nicht. Und dann wird es wieder dunkel. So, klar, hier unten, da zum Beispiel den Raum, den werde ich schon da lassen. Aber ich werde jetzt explizit keine anderen Räume aufbauen. Ich würde sagen, ich mache das hier noch schnell fertig. Das hier und dann danach geht das dann runter. So. Da sind hier dann die ausgefallenen Pisten, und die haben wir eh noch ein Dach drüber. Das brauche ich jetzt nicht. Das reicht aktuell jetzt schon so.
So. Krieg ich einen Fallschaden? Nö. Hallo Kuh. Ich weiß nicht, aber irgendwie sollte, glaube ich, keine Kuh sein.